Und mit diesen Strategien könnt ihr dann wirklich 10.000 Follower und mehr sehr gut aufbauen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video gibt es mal die genaue Strategie, wie man das schaffen kann, 10.000 Follower auf TikTok aufzubauen. Bleibt jetzt dran und schaut das Video bis zum Ende, ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß dabei! Zunächst erstmal ein kleiner Überblick, was euch in diesem Video erwartet. Und zwar schauen wir uns zunächst an, wie man mehr Views, das heißt, wie man mehr Aufrufe auf TikTok bekommt. Dann schauen wir uns an, wie man es schaffen kann, mehr Follower zu bekommen. Dann schauen wir uns an, was wirklich die größten Fehler auf TikTok sind, weswegen die meisten Leute keine Abonnenten bekommen. Und als nächstes bzw. als letztes schauen wir uns dann an, wie man es schaffen kann, mit TikTok Geld zu verdienen. Dabei schauen wir uns an, wie man als kompletter Anfänger mit 0 Followern Geld verdienen kann und wie man als Fortgeschrittener mit schon 1000 Followern oder mit noch mehr Followern Geld verdienen kann. Wie bekommt man mehr Views bzw. mehr Aufrufe? Dazu habe ich mal die drei wichtigsten Tipps rausgesucht, und zwar Tipp Nummer 1, eine spannende Handlung in den ersten 1 bis 3 Sekunden einbauen. Das heißt, die ersten 1 bis 3 Sekunden müssen wirklich so unterhaltsam sein, dass die Zuschauer wirklich das Video bis zum Ende gucken. Weil ihr kennt es selbst, ihr seid auf der For You-Page und dann werden wirklich sehr, sehr viele Videos angezeigt. Und das Schlimmste ist, wenn ein Video direkt weggewischt wird. Das heißt, TikTok sieht dann, okay, das Video ist nicht für den Zuschauer interessant, dieses Video wird keine Reichweite bekommen und ihr werdet somit auch keine Aufrufe und keine neuen Abonnenten bekommen. Der nächste Tipp, an Challenges teilnehmen. Ihr kennt es mit Sicherheit, die sogenannten TikTok-Challenges. Falls ihr es nicht kennt, einfach mal googeln, bei Google eingeben, TikTok-Challenge, da wird man einiges finden. Und man kann auch bei TikTok selbst auf der Suche-Seite, also bei der Seite bei der Lupe, ich werde es gleich auch nochmal am Handy zeigen, kann man auch nach den Challenges suchen und dann einfach an den Challenges teilnehmen und dann wird man auf jeden Fall mehr Aufrufe bekommen. Der dritte Tipp ist ein wirklicher Insider-Tipp, den wirklich die wenigsten kennen, und zwar kann man die Trend-Sounds benutzen. Das heißt, es gibt auch Sounds, die gerade im Trend sind, und wenn ihr diese Sounds verwendet in eurem Video, werdet ihr auch mehr Aufrufe bekommen. Ich habe jetzt mal ein Testvideo aufgenommen und jetzt kann man hier ganz unten einfach den Sound hinzufügen. Unten links einfach klicken, dann kann man hier den Sound hinzufügen und dann sehen wir hier schon, wir haben hier bei der Wiedergabeliste also Deutschland Top 40, das heißt die Top 40 Songs. Dann haben wir hier noch brandneu, das heißt die neuesten Songs und diesen Punkt hier, den ich angesprochen hatte, TikTok viral. Hier sind wir dann, wenn wir hier raufgehen, sind wir die viralen Songs auf TikTok. Und wenn ihr wirklich hier einen Song verwendet, der hier mit in dieser viralen Liste ist, dann werdet ihr automatisch mehr Klicks bekommen. Und zwar haben wir hier auf Platz 1 derzeit hier Pieces. Und wenn ihr diesen Song verwendet, werdet ihr mit Sicherheit deutlich mehr Klicks bekommen, als wenn ihr irgendeinen 0815 Song verwendet, der nirgendwo im Trend ist und der auch nicht viral ist. So, zu dem Thema Challenges auf TikTok. Wir sehen hier auf der Entdeckenseite, können wir hier oben, wenn wir hier rüber swipen, sehen wir schon Karneval zu Hause ist aktuell angesagt. Dann sehen wir hier noch Lernen mit TikTok ist angesagt. Fußball natürlich, ganz klar. Hier, das ist Werbung. Hier mit den Punkten hatte ich ja auch schon angesprochen. Und was wir hier sehen, aktuell angesagt ist die Just Dance Moves Challenge. Das ist natürlich für Leute, die jetzt tanzen wollen, aber für Leute, die jetzt nicht tanzen wollen, könnt ihr einfach auf Suche gehen, dann könnt ihr auf Challenge gehen, dann geht ihr ganz rüber auf Hashtags und dann seht ihr schon eine Menge Challenges und ich denke, da sollte für jeden was dabei sein. Wir sehen hier Viral Challenge, Make-up Challenge, gerade wenn man natürlich sich schminken möchte. Dann haben wir hier noch den 6-Sekunden-Test als Challenge. Alles mögliche. Also wenn ihr da wirklich nicht weiter wisst, dann könnt ihr natürlich einfach diese Challenge hier, die euch interessiert, bei Google eingeben und dann könnt ihr sehen, was ihr da genau machen müsst. Und dann nehmt ihr hier einfach an irgendeiner Challenge teil und ihr seht hier auch hier 11 Milliarden Aufrufe, weil Billion ist ja auf Englisch heißt ja Milliarde. Also nicht, das sind hier nicht Billionen, sondern Milliarden Aufrufe, wenn es hier B steht. Und ja, For You Challenge, 100 Tage Challenge. Und so weiter und so fort. Also hier sollte wirklich für jeden was dabei sein. Also ganz klar, der Geheimtipp von mir, an einer Challenge teilnehmen mit einem Trend-Hashtag. Dann habt ihr die beiden geheimen Tricks, um wirklich mehr Aufrufe auf TikTok zu bekommen, kombiniert. Und mit diesen Strategien könnt ihr dann wirklich 10.000 Follower und mehr sehr gut aufbauen. So, kommen wir jetzt zu mehr Followern. Drei wichtige Tipps, und zwar das Plus erwähnen. Was ist das Plus? Das Plus ist einfach, ich werde es auch noch mal im Video zeigen, ist einfach dieser Button, den man, auf den man klicken kann und dann hat man den Account automatisch aktiviert. Das kann man wirklich im Video explizit erwähnen. Ihr könnt auch einen Pfeil ins Video einbauen. Hier, klicke auf das Plus oder ihr könnt sowas sagen wie macht das Plus weg und so weiter und so fort. Dann bekommt ihr automatisch mehr Follower. Als zweiten wichtigen Punkt ein Markenzeichen einbauen.
Ihr seht es mit Sicherheit, bei TikTok gibt es sehr, sehr viele verschiedene Accounts und sehr, sehr viele verschiedene Konten und Personen, die auf TikTok aktiv sind. Deswegen ist es wichtig, dass man aus der Masse heraussticht. Deswegen sollte man sich ein Markenzeichen zulegen, dass die Leute beispielsweise immer einen erkennen, wenn man beispielsweise ein Video hochlädt. Zum Beispiel kann das sein, wenn man ein Koch ist, der immer seinen Löffel fallen lässt, der immer sagt, zum Beispiel Knife Drop, also sein Messer fallen lässt, oder zum Beispiel, ja, ein Sänger, der immer eine bestimmte Drehung macht, oder ein Tänzer, der immer ein Handzeichen macht und so weiter und so fort. Ich denke mal, jeder weiß, was ein Markenzeichen ist. Also ihr solltet ein eigenes Markenzeichen haben, dass die Leute erkennen, okay, es ist ein Video von euch. Das heißt, dass ihr euch von der Masse abhebt. Und der dritte Punkt, ganz klar, konstant dranbleiben. Also auf TikTok kann es so sein, dass ihr 10 Tage lang jeden Tag nur 1 bis 2 Follower bekommt und dann am dritten Tag bekommt ihr, am 11. Tag bekommt ihr dann auf einmal 100 Follower an einem Tag. Oder ihr habt einen Monat lang 100 Abonnenten aufgebaut und dann nach 1 Monat und einem Tag bekommt ihr auf einmal 1000 Follower dazu. Es kann auf TikTok wirklich extrem schnell gehen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe auch schon, viele Leute haben mir schon geschrieben in den Kommentaren, dass sie auf einmal 1000 Follower an einem Tag bekommen haben und zunächst haben sie davor schon 1 Monat lang jeden Tag Videos hochgeladen. Das heißt, bleibt da wirklich dran. Irgendwann wird der Erfolg kommen. So, hier gibt es jetzt nochmal einen kleinen Überblick über die größten TikTok-Fehler. Und zwar nicht zu oft in kurzer Zeit kommentieren, nicht zu viele Videos in kurzer Zeit posten, kein Nachrichtenspam, weil die Leute euer Profil melden können, kein Follow-Unfollow machen, nicht immer die gleichen Beschreibungen und Hashtags nutzen und nicht die gleichen Videos mehrmals posten. So, wie kann man es jetzt schaffen, mit TikTok Geld zu verdienen? Ich habe hier mal 4 wichtige Methoden aufgeführt, und zwar TikTok-Livestreams. TikTok-Livestreams kann jeder verwenden ab 1000 Followern. Dort kann man durch Spenden Geld verdienen. Nächster Punkt, TikTok-Punkte. Man kann, indem man Freunde einlädt, TikTok-Punkte gewinnen und damit kann man natürlich auch Geld verdienen. Dritter Punkt, Erstellerfonds. Das sind so, die TikTok-Erstellerfonds sind so gesehen die Förderung von TikTok. Das heißt, TikTok selbst bezahlt die Leute dafür, dass sie auf TikTok aktiv sind. Das geht allerdings erst ab 10.000 Followern. Und der vierte Punkt ist unsere Strategie, die TikTok-Profitformel 2.0. Wir haben nämlich eine Strategie verwendet, mit der es wirklich jeder schaffen kann, auch mit 0 Followern mit TikTok Geld zu verdienen. Link dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Falls ihr noch Vorschläge für weitere Videos habt, gerne kommentieren. Ich versuche wirklich jeden Kommentar so schnell es geht zu beantworten. Und wenn ihr wirklich Ideen habt zu Videos, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich darüber auch gerne ein Video. Ja, das war es auch schon mit diesem Video. Dann hoffe ich, dass dieses Video weiterhelfen konnte. Für mehr Tipps gerne abonnieren. Hier gibt es wirklich auf dem Kanal jeden Tag ein Video, wie man das schaffen kann, mehr Reichweite auf Social Media aufzubauen. Zum Beispiel schauen wir uns als nächstes an, wie wir mehr Instagram-Follower aufbauen können. Es werden aber auch auf jeden Fall noch mehr TikTok-Videos hier kommen. Dann werden wir hier weitere Videos haben, wie man das schaffen kann, mit Instagram, mit TikTok und allgemein online Geld zu verdienen. Und ja, wenn ihr dann da nichts mehr verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.